Heute habe ich Tristoren getroffen und ihm dabei geholfen, ein paar Gnolle in die Flucht zu schlagen, die ihm Ärger machten. Er war sehr dankbar und gab mir einen Rat hinsichtlich der Räuber in der Gegend. Er sagte, die Hobgoblin-Räuber ähnelten der kalten Hand, also hier ist es richtig geschrieben, nämlich die Hobgoblins, nicht die Kobolde, und die menschlichen Räuber kämpften wie die schwarzen Krallen. Beides sind Söldnergruppen. Er schlug vor, dass ich mich in ihre Reihen einschmuggeln sollte, anstatt sie direkt zu bekämpfen. Und ich werde bei Gelegenheit mal darüber nachdenken. Das klappt leider nicht so gut. Dritz war ein recht angenehmer Zeitgenosse. Vermutlich würde ich meine Meinung jedoch ändern, wenn ich jemals als Feind gegenüberstünde. Das wollen wir auch nicht. Was? Beinahe unter meiner Würde. Uns mit Dritz anlegen. Der ist nämlich, wie man sehen kann, recht heftig unterwegs. So, wir sacken erstmal den ganzen Schmuck hier ein, den die Gnolle dabei hatten. Ja, Gnolle. Was sind Gnolle überhaupt? Also irgendwelche Hundeviecher. Oh, und wir sind voll. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Also plündert ihr wohin die restlichen. Oh, der sieht wertvoll aus. Das ist ein Feueropalring. Ja, der ist definitiv wertvoll. So, das war ein Jade-Ring. Genau, wir wollten hochschauen zu dem See nochmal. Den See umrunden. Und ja, wir haben Dritz zu Orden getroffen. Dritzdo-Urden. Jetzt habe ich es wieder falsch gesagt. Ah. Ja, der Name ist auch schwierig. Dann haben wir ihm gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot. Oh. Bleibt auf der Stelle stehen. Wenn ihr eure Waffen wegwerft und mit uns kooperiert, dann wird niemand etwas geschehen. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Ihr müsst euch nur entscheiden. Was wollt ihr von uns und wer seid ihr? Ich heiße Tengan und das ist Chembi, mein Mädchen. Der Hässliche da ist Zeka. Was wir wollen, ist euer Geld. Bringt eure ganze Kohle raus und es wird euch nichts passieren. Bevor ihr etwas überstürzt, denkt eine Weile darüber nach. Ich bin sicher, dass euer Leben mehr wert ist als das bisschen Gold, das ihr vielleicht besitzt. Wir haben nicht mehr viel Gold. Wir hatten vorhin viel, aber trotzdem, wir ergeben uns keinen Räubern. Ihr gierigen Räuber, ihr verpestet unsere Straßen mit eurem Gestank. Zieht eure Schwerter. Dumm, jetzt müsst ihr sterben. Ja. Alle auf die Magierin. Immerhin gleich mal hier eine verpassen. So, Magierin ist weg. Ah. Dafür ist aber auch Khalid fast weg. Oh, und er ist wieder vergiftet. Düna hier. So. Ich tue mein Bestes. Gut, das ist nur noch der Hobgoblin übrig. Den kriegen wir ja auch noch weg, oder? Gut. Jawohl. Der hat wirklich nicht viel gebracht. Hm? Nichts leichter als das. So, du hast Geld, einen Heiltrank und einen Räuberskalp bei dir. Der Rest ist nichts wert. Du hast auch einen Räuberskalp, eine Rupe und ein paar nette Zaubersprüche. Ein Räuberskalp, Diamanten, Geld. Oh, 20 Pfeile ist nicht schlecht. So, Räuberskalp. Lernfähige Kugel bringt uns leider nichts. Lebensentzug. Furchtbaren kann sie auch schon. Magische Feuerschutzrobe. Ist nicht so gut wie die Schurkenrobe, würde ich sagen. Deswegen wird die verkauft. So, mal die Kugeln nachfüllen. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Und da müssen wir ein bisschen heilen. Ja, das mit dem Heilen kann irgendwann nervig werden. Weil wir eine ganze Weile nur den kleinen Heilzauber können. So.
Sehr gut. Ja, gut. Geheilt sind wir. Wir haben eine Gruppe von Feinden getötet. Minsk hat immer noch nicht sein Level ab. Habe ich mich da vorhin verlesen? Kann gut möglich sein. So, und das war jetzt der gesamte See. Ist aufgedeckt, oder? Ja, der See ist aufgedeckt. Dann gehen wir doch hier entlang, um den Berg hier, den Felsen da ganz aufzudecken, und dann gucken wir uns hier noch in dem südlichen Viertel um und schauen uns dann das nächste Gebiet an. Wir suchen ja immer noch zum einen diesen Hauptmann Brage, der sich hier in den Bergen verstecken soll. Also hier in diesen Gebieten. Ein einfacher Wolf. Zwei Wölfe, vier, fünf Wölfe. Vince könnte versuchen, einen zu betören. So. So, der Wolf hilft uns jetzt. Ist leider schwer verwundet. Der andere Wolf hat auch Panik. Das war auch toll. Wow, der Hobgoblin hatte aber einiges Zeug bei sich. Könnte man fast wieder meinen, das war wieder so ein besonderer Hobgoblin. So viel Geld, wie der bei sich hatte. Gut, die beiden Wölfe ignorieren wir einfach mal. Ich mag Wölfe ja eigentlich auch. Also möchte sie eigentlich auch nicht unbedingt töten. Nur das Gemeine ist halt, Wölfe sind in dem Spiel aggressiv. Also von Grund aus, im Gegensatz zu Bären zum Beispiel. Die werden wirklich nur größtenteils aggressiv, wenn man ihnen zu nahe kommt. So, haben wir hier schon lang geguckt. Jupp. Gut. Gucken wir jetzt noch in die Richtung. Und dann dürften wir das Gebiet abgeschlossen haben. Ah, hier hoch noch. Noch mehr Gnolle. Genau, sterbt Gnolle. Die wollen garantiert alle Düner hier essen. So einen hatten wir doch schon mal, so einen Gnoll. So, bisschen Geld einsacken. Oh, noch ein Edelstein. Sehr schön. Was? So. Aber in diesem Gebiet scheint sich Brage schon mal nicht aufzuhalten. Oh, der Wolf hat sich wieder gefangen und der will jetzt Kalid angreifen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Okay. Und Minsk hat eine Erfahrungsstufe dazu gewonnen. Ja. Nicht so viel Erdung und mir eine Stufe höher, sehr schön. Beinahe unter meiner Würde. Und ich dachte eigentlich, Minsk hätte jetzt wenigstens auch die nochmal Tiere bezaubern gelernt, aber scheinbar nicht. Genauso wie den da. Ihr habt gerufen?
Aber der ist mittlerweile auch keine Gefahr mehr. Au. Oder doch ein bisschen. Aber es hält sich in Grenzen. Du kriegst bald dein Level ab. Noch 1200 hier. Und 1700 hier. Ja, fast 3000. Ne, du kriegst als nächstes dein Level ab. Und dann du. War gut. Gut. Einen Höhlenbären getötet. Warum auch immer gerade die aggressiv sind, die meisten anderen nicht. Ich meine, ich glaube sogar nicht mal Eisbären sind aggressiv. Und da kann ich jetzt nicht ganz so sicher sein. So. Und jetzt hier nach Süden verlassen wir das Gebiet und ziehen gleich ins nächste. Nichts leichter als das. Noch scheinen wir relativ wach und fit zu sein. Oh, Untote. Die uns mit Wurfmessern bewerfen. Eure Dienerin steht so gut wie erledigt. Die aber nicht wirklich was können. Also ja, Skelette sind in dem Spiel wirklich nur nervig. Jedenfalls diese Art von Skeletten. Was war ich beinahe unter meiner Würde? Bei bestimmten anderen Skeletten bin ich mir da nicht so sicher. So, jetzt hier hoch. Wenigstens meckert noch keiner, dass er müde ist. Oh. Und Tote, die nicht angreifen. Magie verlangt einen wachen Geist. Ich brauche Schlaf. Ich muss eine Pause einlegen. Ich habe schon laute Wunde Sterne. Oh, Bruder Turm, warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Okay, ein verrückter Priester inmitten von Untoten. Das könnte Basilus sein. Hey, Bruder Turm, warum ehrst du uns nicht mit einer spannenden Geschichte aus den alten Zeiten? Ist uns immer eine Freude. Macht der Zombie. Oh, zögert nicht um meinetwillen. Ein paar von den anderen haben sie vielleicht nicht gehört. So bleibt denn friedlich, wenn ich mich auch an Zeiten erinnere, in denen ihr eher gestorben wärt, als zu schweigen. Damals wärt ihr lieber, Warum erzählst du es ihnen nicht einfach selbst? Ich kann dich nicht mehr ganz so gut an die alten Zeiten erinnern. Hey, ihr da, was bedeutet das? Wer wagt es, mich zu unterbrechen, während ich mit meinen Angehörigen spreche? Ich mache euch einen Kopf kürzer, wenn ihr hier seid, nein. Ist es möglich? Bist du es, Mutter? Es kann keine andere sein. Du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Nein. Verrücktes Monster, meine berechtigte Wut soll ich zur Strecke bringen. Das klingt eher nach Paladin, das sind wir ja nicht. Und auch noch kein Kleriker. Ja, mein Sohn, es war eine lange Zeit. Wie geht's dir, mein Junge? Ja, ich bin's, deine Mutter. Ich möchte, dass du mit den ganzen Zombie-Dummheiten aufhörst und mit mir nach Beritkos kommst. Dort kann dir sicher jemand helfen.